Ja, hi, liebe Angelfreunde. Ich bin heute mal mit der Minimalausrüstung hier am Fischers Park unterwegs. Willkommen bei Köderschlacht. Mein Name ist Robert und ich wollte heute mal ein bisschen mit Gummi angeln. Ich habe hier den Feinripp quasi, beziehungsweise den Troutworm von Probe. Nee, inzwischen heißt die ja Ultimate Trout Lures oder sowas. Habe ich hier mal dran und werde jetzt einfach mal hier mit meiner Gummirute ein paar Würfe machen. Ich habe gedacht, ich nehme die GoPro mal mit. Falls der ein oder andere mal Bock hat, ein bisschen zuzugucken, dann bleibt mal dran. Und dann schauen wir mal, ob wir heute hier was rausholen können. Bisschen windig hier sind, aber davon lassen wir uns hier nicht abhalten heute. Ihr seht, ich twitch den Köder immer nur so ein bisschen ein, beschleunige den immer wieder so ein bisschen hier mit der Rutenspitze, hau den so ein bisschen an, damit ich dem so ein bisschen Leben einhauche unter Wasser. Der hüpft dann immer so ein bisschen, der Köder kommt auch gerade, vielleicht seht ihr das. Und mit der Technik habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, mal gucken, was hier heute so im Teich drin ist und schauen wir mal, ob wir vielleicht was dran kriegen. Hier ist heute keiner außer mir, ist zwar ganz normal geöffnet hier heute, aber hier ist keiner, von daher kein anderer Angler. Ich glaube, dem war es zu windig und zu kalt, aber wir schauen mal. Da haben wir schon den ersten Biss, erster Fisch ist dran. Oh, meine Angel ist noch leider, meine Rute war leider noch hier im Transportmodus. Daher haben wir den Fisch jetzt verloren, aber der erste war schon mal dran. Also die Fische wollen anscheinend, war jetzt glaube ich der dritte oder vierte Wurf. Aber auch kein schlechter, also der Biss hat einen guten Eindruck gemacht. Der erste Kampfansatz auch, hat den Köder hier auch leicht runtergezogen. Vielleicht hat er noch nur am Schwanz gepackt und nicht richtig zugegriffen. Aber schaut, vielleicht müssen wir die Fische heute auch ein bisschen reinlaufen lassen und mal den Köder erstmal ein Stück mitziehen lassen, bevor wir einen Anhieb setzen. Das müssen wir erstmal ein bisschen rausfinden, je nachdem, wie die heute beißen. Ich beiße noch mal in die gleiche Richtung. Vielleicht hat er ja noch mal Bock da hinten. Da scheint ja zumindest ein Fisch gesessen zu haben. Vielleicht ist er ja noch einer. Müssen wir mal gucken. Ich mache heute auch nicht viele Köderwechsel. Ich habe heute nicht viel dabei. Wirklich nur Minimalausrüstung, ein Kescher, mein Messer, mein Knüppel, 3-4 Köder. Und die GoPro. Von daher werden wir heute mal ein bisschen länger die Köder einfach durchfischen. Werden sie mal an verschiedenen Stellen probieren. Da war wieder gerade ein Biss. Kleiner Anfasser gehabt. Da war wieder ein kleiner Anfasser. Ja, anscheinend da war wieder der Anfasser. Da ist er wieder. Wir lassen den Fisch einfach mal den Köder mitnehmen. Vielleicht nimmt er den ja mit. Ne, hat anscheinend losgelassen. Vielleicht kommt er noch mal, wenn wir den Köder jetzt absacken lassen. Anscheinend beißen ziemlich spitz. Das war anscheinend wieder auch nur hinten auf den Schwanz, auf den Schwanz von dem Köder drauf gehackt. Aber zumindest haben wir Anfasser. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier den einen oder anderen Fisch noch rausholen. Also irgendwann werden die sich auch mal bekrabbeln, denke ich, und auch mal drauf richtig draufpacken. Spätestens wenn die 3-4 mal drauf gehackt haben und die Schnauze voll haben, dass der Köder immer wieder abhaut, attackieren die den meisten auch richtig. Wir gucken uns das an. So, ihr Lieben, neuer Köder, neues Glück. Ich habe jetzt mal hier den Sohan Baby drauf gemacht von Fish Innovations. Den kriegt ihr beim Arthur Reimann bei angelarea.com. Der hat ja jetzt inzwischen tatsächlich auch einen Online-Shop. Das ist ja total cool. Man könnte da jetzt direkt im Shop bestellen, müsste nicht mehr über eBay Kleinanzeigen. Das Ding teste ich jetzt hier mal. Wie gesagt, der orangene, knallorangene Sohan Baby hat super gute Flugeigenschaften. Ich habe da kaum Gewicht dran. Der fliegt super, super weit, schon von ganz alleine.
Und gerade hier ist so leicht trübes Wasser. Könnte es sein, dass der gut gesehen wird und dann auch für Aufsehen sorgt bei den Fischen. Einziges Problem könnte sein, dass der zu sehr zur Oberfläche wieder kommt und dadurch, dass die Forellen hier vielleicht etwas tiefer stehen, den dann nicht nehmen. Aber wir schauen mal. Alternativ, wenn hier drauf nichts geht, dann würde ich den Shortworm tatsächlich noch mal in der Nummer kleiner nehmen. Damit noch mal versuchen, ob da was drauf geht. Aber drauf hackt, ist ja dann auch die Chance schon noch mal ein bisschen größer. Dieser Sohan Baby hier, den gibt es auch noch in groß. Ich finde ihn ein bisschen sehr groß, deswegen war ich super happy, dass der als Baby rauskam. Also als kleines Geschwisterchen quasi. Fand ich super nice, weil der Köder an sich macht echt einen guten Eindruck und ist echt gut zu fischen, sehr variabel zu fischen. Den kann man schön tief fischen, den kann man aber auch super flach fischen. Machen wir jetzt noch mal zwei, drei Würfe mit und wenn da nichts kommt, dann holen wir uns tatsächlich mal einen kleineren Shortworm. Da, Biss. Habt ihr es gesehen? Das gibt's doch nicht. Die müssen doch hier mal zugreifen heute. Greifen wir nicht zu. Zwei kurze Zuppler, dann war es das auch schon wieder. Also sie gehen da schon drauf, auch auf den Köder, auf den Sohan Baby. Das ist auch echt ein super Köder grundsätzlich. Also es ist ein richtig schönes Ding. So eine kleine raupenähnliches Teil. Also macht schon eigentlich einen guten Eindruck. Aber heute beißen die da auch selbst dafür zu spitz. Dann holen wir mal einen kleinen Shortworm. So, da haben wir den kleinen. Alternativ dazu haben wir noch einen Mirax ist das, glaube ich, den ich da habe. In so einem grünlichen Ton. Den könnten wir dann auch noch nehmen. Aber wir testen jetzt erstmal den. Ist hier irgendeine Mischfarbe, so vorne Bubblegum, hinten ein bisschen weiß. Eigentlich sind diese Riffelköder weiterhin so mit meine Favoriten beim Forellenangeln, beim Gummiangeln. Ich finde die einfach mega. Der Big Mac ist auch ein sehr geiler Köder, aber diese Riffelköder sind schon echt top. Also die fangen wirklich und die Fische beißen da weiterhin drauf. Man kann damit immer wieder schöne Fische fangen. Sind einfach top, also die machen einen super Eindruck. Waren damit so die ersten am Markt, die es gab. Aber die sind auch echt gut. Also es hat schon einen Grund, warum die auch das auf die so die ersten waren. Schauen wir mal, ob wir damit was fangen. Der Kleine hier fliegt jetzt natürlich nicht mehr so weit, nicht so weit. Sollen wir mal gucken, ob er da hinten auch in die guten Zonen kommt. Oh ja, doch, einmal über den kompletten See. Also das sollte schon passen. Auch von der Wurfweite her. So, dann lassen wir wieder langsam absinken. Dann holen wir den auch mal langsam rein. Und wenn da jetzt eine Forelle drauf geht, dann sollte die auch tatsächlich hängen. So, wir lassen den Köder ein bisschen absinken. Der Teich hier ist zwar überhaupt nicht tief, aber trotzdem glaube ich, dass die Fische eher auf tiefer laufende Köder gerade stehen. Und wenn wir den absinken lassen können, dann machen wir das auch, denen zuliebe. Ja, bringt alles nichts. Letzter Köderwechsel. Wir wechseln noch einmal auf einen Big Mac. Und zwar einen leicht überbleiten Big Mac, damit der auch mal schön unten bleibt. Und dann schauen wir mal, ob wir damit einen rauszubringen. So, zurück am See. Wir haben noch 7% Akku. Wir haben hier einen Big Mac, den ich schon sehr häufig gefischt habe. Eine meiner Lieblingsfarben. Der ist schon ziemlich zerrupft auch. Ich hoffe, der bleibt auf dem Haken. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt mit den letzten 7% Akku auch noch mal ein bisschen drauf. Lassen den Köder schön absinken. Und schauen mal, ob hier noch ein Fisch drauf beißt. Eigentlich Wahnsinn, wir hatten immer wieder Zuppler, immer wieder Bisse, aber ist bisher nichts hängen geblieben. Super krass. Also sehr selten, dass man wirklich so viele Bisse und Zuppler hat und gar nichts hängen bleibt. Durchgehende Schläge in die Rute. Wir versuchen jetzt mal eine etwas andere Technik, fast wie Tremarella. Da ist der Biss. Es gibt nichts, da ist wieder ein Biss. Ja, jetzt nimmt er den Köder aber auch mal mit. Hoffentlich. Das gibt's nicht. Der Köder wurde schon wieder losgelassen. Der Fisch hat den Köder wieder losgelassen. Das ist einfach unglaublich heute. Da wieder ein Biss. Jetzt schlage ich einfach mal an. Nein, hat nichts gebracht. Der Fisch hängt nicht und ja, was soll ich sagen? Ja, ich verabschiede mich jetzt auch schon mal von euch. Der Akku ist gleich leer. Die Speicherkarte ist auch fast voll. Das ist nicht das erste Video, was ich hier jetzt auf der GoPro drehe. Aber vielleicht jetzt, während ich Tschüss sage, vielleicht kommt ja noch der eine oder andere Biss. Und vielleicht kommt ja auch noch ein Fisch. Aber bevor ich nicht Tschüss sage, sage ich lieber jetzt schon mal Tschüss.
bevor der Akku leer ist. Wahrscheinlich ist es so, der Akku ist leer von der Kamera und ich bin hier raus. Und jetzt haben wir doch noch eine, seht ihr, zum Abschied noch eine gekriegt. Der Big Mac hat wieder abgeliefert. Ist wirklich ein super Köder. Auch den kriegt ihr beim Arthur Reimann im Shop. Und ich glaube, wir haben jetzt sogar einen kleinen Saibling hier raus, holen wir hier raus. Hoffentlich. Ja, ist ein kleiner Saibling. Guckt es euch an. Kescher liegt hier auch. Den holen wir hier raus. Und dann seht ihr doch noch einen Fisch. So, da ist er. Ich kümmere mich um den. Und mit den Bildern beende ich jetzt auch das Video. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Stramme Schnüre und bleibt an der Sache dran. Ihr seht ja, wenn ihr ein paar Köder durchprobiert, irgendwann beißen die Fische und irgendwann bleiben sie auch hängen. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.